Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einem weiteren Snackcheck. Heute habe ich wieder was mitgebracht. Meine Frau ist auch immer so ein bisschen auf der Suche, seitdem sie weiß, dass ich auch diese Snackcheck-Dinger da mache und sie guckt für mich mit, wenn sie einkaufen geht im Supermarkt und so. Und immer wenn sie was Besonderes sieht, wo sie denkt, das könnte man mal irgendwie zeigen, weil es halt was Neues ist oder was nicht alltäglich ist, dann bringt sie mir das mit. Und diesmal war es ein Schokoriegel. Jeder kennt ja Mars, Snickers und dieser ganze Kram, die kann man nicht mehr sehen, die hängt einem zu den Ohren raus. Und jetzt haben wir hier was. Das passt eigentlich zu meinem ersten Snackcheck, zum Ahoi Brause Joghurt von Müller. Es geht nämlich wieder um Ahoi Brause. Vielleicht ist es auch was für den Yeti-Win. Guckt ihr das Ganze mal genau an hier. Wundert euch nicht, die Verpackung ist schon offen und in dem Fall auch schon leer, weil ich habe das Video schon mal irgendwann aufgenommen, aber dann ist unsere Tochter irgendwann wach geworden und ich musste aufhören und habe es bis heute nicht geschafft, das neu zu machen, aber macht nichts. Es geht heute um den Ahoi Brause Schoko Karamell Riegel, was auch immer. Schoko und Prickelspaß in einem. Dieser Riegel hat es in sich. Was? In diesem Riegel steckt prickelnder Brausespaß für Jung und Alt. Denn es ist der erste Riegel mit originaler Ahoi Brause Perlen. Super. So sehen die ganzen Dinger aus. Die sind relativ klein. Hm. Das ist also jetzt nicht irgendwie so, wenn man ein Snickers isst, dann hat man ja, ne, Nüsse und Karamell und da ist man satt, wenn man das gegessen hat und man ist nicht mehr eine Diva. Und dieses Teil hier ist ein, außenrum ist Schokolade und dann ist da so eine weiße Cremefüllung, so eine Art wie Milky Way, nenne ich es mal. Und da sind, so Brause, Ahoi-Brause-Perlen drin. Und ich würde sagen, wir gucken uns dieses Ding mal an. Schön wie eine Banane schälen. Form erinnert so ein bisschen an ein übergroßes KitKat. Und wir beißen mal rein. Die waren eben im Kühlschrank. Ich hoffe, die sind nicht mehr so mega hart. Ihr kennt das vielleicht. Eieiei. Ahoi Brause ist ja nun mal sauer. Und ihr müsst mal zum Beispiel Schokolade essen. Oder Honig. Also irgendwas Süßes, was wirklich süß ist. Und dann danach Ahoi Brause oder irgendwas Saures essen. Oder trinken. Das ist dann direkt dreimal so stark. Und hier, dadurch, dass halt diese Cremefüllung mit der Schokolade eigentlich süß ist, da läuft einem das Wasser in der Fresse zusammen. dadurch, dass, wie gesagt, dieser Riegel an für sich süß ist und diese Ahoi-Brause-Kugeln so sauer sind, hat das halt einen doppelten Effekt. Eieiei. Da haben wir eine rosa, ne? Ja. Also kommt drauf an, anscheinend rosa. Scheint nicht so sauer zu sein. Oder doch? Auf jeden Fall ist das Ding auf jeden Fall schon mal besser als der Ahoi Brause Joghurt. Denn der war so ein bisschen, naja, ich weiß nicht. In den Kommentaren hat jemand geschrieben, man muss nicht alles mit Joghurt kombinieren. Und da hat er nicht ganz unrecht, denn Ahoi-Brause mit Joghurt war nicht schlecht, man konnte ihn gut essen, aber das Ding hier ist echt mal was ganz anderes. So für zwischendurch als Gag auf jeden Fall mal empfehlenswert. Gekauft hat sie das Ganze, glaube ich, im Rewe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder im Aldi, kann auch sein. Weil woanders gehen wir eigentlich nicht einkaufen. ich weiß auch gar nicht, was sie gekostet hat. Ich denke mal, so mega teuer wird sie sein. Vor allen Dingen, es sind 5 Riegel in dieser Verpackung drin. Der Kalorien interessieren eigentlich keinen Mensch, oder? Sonst, wenn ich auf Kalorien achten würde, würde ich gar nicht sowas essen. Ja, wie gesagt, der
Ahoi Brause Schokoriegel. Sehr interessanter Geschmack auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder irgendwas Neues zeigen, was ihr noch nicht kennt. Und würde sagen, damit bin ich raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Muah.